Herzlich willkommen zurück zu Deponia The Complete Journey mit Airesu. Ich bin Airesu und da hinten steht ein Klavier, also ein Flügel. Das ist sehr interessant. Ja, wir haben Rufus Vater kennengelernt. Da ist er. Netter Kerl, im Gegensatz zu Rufus. Vielleicht nur im Gegensatz zu Rufus, aber immerhin. Ein Flusensieb. Kann man bestimmt gebrauchen. Was ist das? Doch nicht etwa ein Flusensieb? Ja, offenbar doch. Ha. Ich nehme an, das brauche ich später noch für irgendwas. Dann gehen wir jetzt mal hoch zum Ausguck. Ah, ein Fernrohr. Willkommen beim Phlagomat. Für Halbmast hier menschliche Asche einfüllen. Praktisch. Okay. Ich weiß nicht, wofür wir Halbmast brauchen, aber ich weiß, wo wir menschliche Asche herbekommen. Das hier ist der höchste Punkt der Insel. Und was machen Sie daraus? Sie stellen Ihren schlechten Modegeschmack zur Schau. Oh, ich sehe gerade, die Windhose ist eine tatsächliche Hose. Okay, ja, toll. Gut, dann schauen wir mal, ob uns der Dichter die verschiedenen Dinge jetzt gibt. Hey, Finger weg! Wenn du jemanden suchst, der zu viel Krams hat, dann geh zu Seagull. Ich habe ausschließlich Sachen, die ich wirklich brauche. Okay, aber was, wenn ich dir... Und? Ich brauche Brot. Das Brotmemo gebe. Was ist das? Eine Nachricht von Captain Hochwohlgeboren? Die kannst du gerne behalten. Ich brauche nichts von dem Zeug, das er hat. Na, dann dürfte dich diese Nachricht umso mehr interessieren. Was? Zeig mal. Ich brauche Brot. Verdammt. Er braucht Brot. Ich lese es, ja. Und du hast Brot. Ja. Aber ich... Na? Ich brauch sowas nicht. Nimm es ruhig, wenn du es haben willst. Worauf du einen lassen kannst. Oh, der arme Kerl will beweisen, dass er nichts braucht. Das ist... Naja. Dafür, dass Crane angeblich nur das Nötigste besitzt, ist sein Kram doch arg unnütz. Hab mir doch gleich gedacht, dass er nur angeben wollte. Das ist Brot. Das ist durchaus... relevant. Ich habe hier noch ein Memo von Seagull. Oh je, mir schwant Übles. Oh, für das Wasser komme ich erst ganz am Ende. Ich brauche den Faden? Tja, dann brauche ich ihn wohl nicht mehr, was? Na los, bedien dich. Danke sehr. Das ist so erbärmlich. Ich weiß, ich probiere. Okay. Ach, ja. Dafür, dass Crane angeht, hat mir doch gleich gedacht, dass... Okay. So, das Wasser holen wir uns am Ende. So, erstmal machen wir... Also, dunkel wird's hier nicht. Ist ja eh hell draußen. Post von Seagull. Oh, bitte nicht. Oh. Ich brauche Kerzen, also auch die Kerze. Nur zu, sie gehört dir. Danke sehr. Zu freundlich. Und ich meine das... zu freundlich. Dafür das Crane. Okay. So. Gut, die Kohle bringt ihm eh nicht so viel ohne einen echten Kamin, ne? Rate mal, was ich hier habe. Noch eine Memo. Bingo. Ich brauche Kohle. Tja, was auch sonst. Da geht die Kohle. Reden wir mal mit dem Papa. Du schon wieder? Gut, reden wir mal über unseren Vater. Aber du musst schon zugeben, dass Captain Seagull einen lässigen Lebensstil hat. Alles materieller Schnickschnack. Ich brauche nichts von dem Zeug, das er hat. Wie war das gleich? Du brauchst nichts von dem, was Captain Seagull braucht? So ist es. Ah. Nichts von dem, was er braucht. Ja, okay, dadurch kam es dann zustande. Das hätte man wahrscheinlich vorher klicken sollen. Runterkommen, erst mit ihm sprechen und nicht das, zuerst das Memo geben. Du bist echt eine arme Sau. Aber reich. Ist doch dasselbe. Mach's gut. Genau. Lass mich. So, und dann nehmen wir ihm noch das Wasser weg. Na, ah, ich
muss so oft klicken, dass ich, wenn ich es dann gegriffen habe, so, das gleich wegklicke. Da bin ich wieder. Und diesmal... Nimm dir einfach alles, was du findest. Ich brauche absolut gar nichts mehr, außer einer stillen Minute, um mich in den Schlaf zu weinen. Oh. Okay, dann... Hey, was machst du da? Du hast gesagt, ich kann mir alles nehmen. Aber das ist die Asche meiner Mutter. Tja, ich habe die Regel nicht gemacht. Ich habe sie lediglich etwas verbogen. Ja, war ein Fehler, das zu sagen. Gut. Die Asche von Cranes Mutter. Und bevor jemand fragt, ich hatte einen guten Grund, sie mitzunehmen. Im Gesamtkontext wird das noch klar werden. Oder aber als unbedeutendes Detail im Schatten viel wichtigere Angelegenheiten verschwinden. Dafür, dass Crap mir doch gleich... Ja, wie gesagt, wir müssen die Windhose ja aus irgendeinem Grund auf Halbmast stellen. Klopf, klopf. Du schon... Du bist echt eine arme Sau. Aber reicht doch das... Okay. Mach's gut. Genau, lass mich. Da ist nichts Neues dazugekommen. Ja, armer Crane. Aber ich hab meinen Auftrag erfüllt. Meine Aufträge. Hey, Dad. Och, was ist denn jetzt schon wieder? Siehst du nicht, dass dein alter Mann zu tun hat? Nicht okay. Weglaufen. Vergiss den Er zieht nicht mal bei 8. Hier, willst du ein bisschen Kohle haben? Schau mal, Paps. Himmel, Junge. Hast du etwa schon wieder fremdes Eigentum eingesteckt? Hatten wir nicht ausführlich über dein Kleptomanie-Problem geredet? Du bringst das auf der Stelle zurück, junger Mann. Auf der Stelle. Hey, aber du wolltest das haben. Sagst du, wenn ich dir deinen eigenen Staubsauger gebe? Wahrscheinlich weiß er gar nicht, dass das deiner ist, weil es... Weil er Bedienstete hat, die den benutzen. Schau mal, Paps. Himmel, Junge. Hast du Etaten? Du bringst das auf der... Okay. Gut, dann gehen wir mal die Flagge umstellen. Ich weiß nicht, warum genau das... Jetzt ist es nicht mehr ganz der höchste Punkt der Insel. Ja, sieht immer noch recht hoch aus. Ich weiß nicht genau, warum das menschliche Asche braucht, aber... Willkommen beim Flagomat. Für Halbmast hier menschliche Asche einfüllen. Praktisch. Aber wie bringt man sie wieder auf Vollmast? Wenn ich das Hosenbein spannen könnte, würde es ein prima Katapult abgeben. Aber womit soll ich es befestigen? Offenbar fehlt mir hier noch eine Komponente. Ich behalte das mal im Hinterkopf. Ja, sowas wie ein Gummiband oder so. Vielleicht. Faden wird es wahrscheinlich nicht sein. Wenn ich das Hosenbein, aber womit offenbar okay. Ich behalte das. Gut, jetzt wissen wir, wofür das ist. Dann hauen wir mal. Achso, Moment mal, eventuell. Müssen wir das direkt hier wässern? Ah, so weit kommt's noch. Nee, offenbar nicht. Gut, dann. Stimmt, wir können. Er hat noch gar keine Möglichkeit gehabt. Was wollte ich sagen? Achso, ja, die Fußbodenheizung zu beheizen. Leer. Von dem Vogeldreck mal abgesehen. Hier ist nichts außer Vogeldreck. Und davon gibt's genug bei Bozo an Deck. Deswegen hätte ich nicht herkommen müssen. Na gut. Ich nehme an, dass... Achso, ne, ja. Die Eier darf ich... Oh, ein Kübel mit vor Erde. Na super. Noch mehr Dreck. Ich hab einen Kübel vor Erde. Und rat mal, was da drin ist. Lose Erde habe ich genug im Mantel. Wenn ich mehr Erde brauche, sollte ich mir ein passendes Behältnis suchen. Ich hätte einen Eimer. Das ist zwar nur Dreck, aber auch nicht mehr als der Rest, den ich mit mir rumschleppe. So, perfekt. Na super. Noch mehr Dreck. Lose Erde habe ich genug, wenn ich mehr... Okay. Das ist zwar nur Dreck, aber auch nicht mehr... Gut. Ja, dann müssten wir mal zum... Moment, wie hieß es? Dad, erzähl uns mal hey, bitte nochmal... Siehst du nicht? Wie das
Restaurant hieß? Wegen des Dates. Nun druckst nicht so herum und mach dich gerade, Junge. Was willst du wissen? Was muss ich gleich tun, damit du mich einen Tisch reservieren lässt? Die Schnabeltiergerichte müssen von der Karte verschwinden. Und wie du das anstellst, ist mir egal. Deal. Versprich mir nur, dass niemand dabei zu Schaden kommt. Zu spät. Ich habe bereits Deal gesagt. Okay. Nicht weglaufen. Ich begehe erzählt. Ja, das ist irgendwas, aber wo dieses Restaurant genau ist, weiß ich nicht. Da kommen wir her. Wenn irgendwo ein Restaurant wäre, dann wahrscheinlich in Klein-Venedig, ne? Vielleicht sollten wir Leute befragen. Gulliver wäre ortskundig, ne? Mir fällt gerade ein, ich habe, glaube ich, nicht mehr mit den Goids geredet, nachdem ich sie auf meine Seite gezogen habe. Hey Rufus, kommst du voran? Mir fällt hier langsam die Decke auf den Kopf. Ich habe dich gewarnt. Meine Plasmaflinte ist nicht dafür gedacht, ein Indoor-Tontaubenschießen zu veranstalten. Heul doch. Okay. Baby Goal hätte ich schon mal überzeugt. Sauber, fehlt nur noch Lady Goal und ich bin wieder komplett. Okay, sie haben sich ja so darüber unterhalten. Offscreen. Und sie ist vollkommen in Ordnung damit, dass er einen Teil von ihr Baby Goal nennt. Ich habe Schwierigkeiten, Lady Goal zu überzeugen. Kann ich mir vorstellen. Sie kann echt eine ganz schöne Zicke sein. Red nicht so über sie. Aber es stimmt. Sie ist eine verwöhnte Zicke. Ich finde sie lässig. Na, dann lad sie doch zum Essen ein, wenn du sie so sehr magst. Das mache ich vielleicht. Na, dann mach doch. Bist du etwa eifersüchtig? Auf mich selbst? So ein Quatsch, das wäre doch total bekloppt. Auch nicht bekloppter als alles andere, was heute passiert ist. Ja, ich finde es sehr merkwürdig, dass sie offenbar weiß, wie die anderen Teile sind. Es ist irgendwie schräg, mit einem Drittel deiner Persönlichkeit über die zwei anderen Drittel zu reden. Warum? Wer sollte sich da besser auskennen? Auch wieder wahr. Ja. Ich schaff das schon. Beeil dich. Gulliver gehen langsam die Krüge aus. Warum wirfst du sie auch immer gegen die Wand, nachdem du sie geäxt hast? Weil es eben so ist. Leb damit. Gut, dann reden wir mal mit der betrunkenen Gull. Schon merkwürdig, dass die Konflikt wohl viel mehr trinkt und trotzdem nicht so betrunken wirkt wie die andere. Huch, da war ich wohl wieder mal kurz weg. Habe ich was verpasst? Nicht wirklich. Wie schön. Okay, das ist ein anderer Spruch jetzt, nachdem sie überzeugt wurde. Da muss ich auch noch mal ganz kurz auf Konflikt gehen, nur für den Spruch gehen. Oh, Rufus, wie schön. Kommst du voran? Klar. Krawall-Goal hätte ich schon mal überzeugt. Oh, wie schön. Jetzt fehlt nur noch Lady-Goal und ich bin wieder komplett. Es ist irgendwie schräg, mit einem Drittel deiner Persönlichkeit über die zwei anderen Drittel zu reden. Stimmt. Das ist sogar ganz schön verrückt. Ich habe Schwierigkeiten, Lady-Goal zu überzeugen. Nimm es ihr bitte nicht übel. Sie mag nach außen hin abweisend wirken, aber in ihrem Inneren ist sie genauso verletzlich und unsicher wie der Rest von mir. Sei einfach nett zu ihr. Lad sie zum Essen ein oder so. Hey, das könnte tatsächlich klappen. Ich meine, da wäre ich auch noch von selbst drauf gekommen. Oh, tut mir leid. Ich bin immer so unnütz. Mach dir keine Vorwürfe. Gut, die sind sich alle einig. Ich glaube an dich. Also es gibt wenig, das wir hier hatten, bei dem sie einem das so eindeutig immer und immer wieder gesagt haben. So, okay, wir schalten nochmal kurz auf Krawall-Goal für den Spruch und dann wechseln wir zu Lady Goal. Was zum... Oh, ach ja. Okay. Das war jetzt nichts. Also da wäre mir nicht aufgefallen, dass es ein neuer Spruch ist. Falls es einer ist. Ach, was war denn das jetzt? Ich muss ohnmächtig geworden sein. Wen wundert's bei der Luft hier drin? Keine Sorge. Wenn sich die Pilzsporen erst einmal in der Lunge eingenistet haben, kann man ganz normal atmen. Ja, das ist ein alter Spruch, den kenne ich schon. Sie hat Stil. Sie passt zu mir.
Also ansprechen wollte ich. Du schon wieder. Du gibst wohl niemals auf, was? Tja, damit muss man halt leben, wenn man mich kennt. Wie mit der ständigen Angst vor gefährlichen Körperverletzungen. Genau. So. Ja, laden wir schon mal ein, obwohl wir die Reservierung noch nicht haben. Kann ich dich für ein romantisches Essen begeistern? Eine Einladung zum Essen? Wirklich? Vielleicht ist ja doch noch ein Funken Anstand unter diesem speckigen Mantel. Erst das Essen. Einen Anstand kannst du später noch auspacken. Was ist das für ein Restaurant? Ist es dort sauber? Restaurant? Ich dachte eigentlich an eine extra Portion Erdnüsse. Die sind doch umsonst, oder? Wenn man von den Arztkosten absieht, ja. Sauber. Okay, er hat auf einmal wieder alles vergessen. Es wäre ja auch zu schön gewesen. Vergiss es einfach. Oh, arme Gohl. Warte hier. Ich bin gleich zurück. Ist das ein Versprechen? Natürlich. Gut, das erhöht die Chance, dass du wegbleibst. Eine klasse Frau. So. Ja, wen kennen wir denn, der ortskundig wäre? Und uns sagen kann, wo wir hingehen. Doc, ne? Ich meine, die beiden sind beschäftigt. Hallo nochmal. Ah, Rufus. Wie kommst du voran? Moment mal, nein, Quatsch. Hier, wir können angeben, dass wir zwar schon mal Teilgoals überzeugt haben. Die erste Goal habe ich schon mal überzeugt. Das ist schon mal ein erster Schritt. Aber noch ist es nicht geschafft. Ich weiß, dass ich gut bin. Du musst es mir nicht extra sagen. Gut. Ich werde dann mal wieder. Tu das. Nee, ich muss einfach nur dafür sorgen, dass es keine Schnabeltiere mehr gibt. Dazu muss ich das Restaurant ja gar nicht kennen. Die Frage ist, wie werde ich alle Schnabeltiere los? Und ich habe keine Ahnung wie, denn ich bin hier glaube ich noch keinem Schnabeltier so begegnet. Gehen wir mal zum Apotheker, vielleicht weiß der was zum Töten. Was? Wo? Ich würde gerne was kaufen. Oh, das ist gut. Das ist sehr gut. Was soll's denn sein? Nee, immer noch nur der Gruppendialog. Jeder das. Ihr seht, sprich nur. Bisher hat auch noch nie jemand was von Schnabeltieren groß gesagt, außer wenn es um Schnabeltier-Bataka ging. Reden wir mal mit Gulliver, vielleicht weiß der was. Ansonsten hätten wir ja noch unsere Freunde vom unorganisierten Verbrechen. Hi. Ah, du schon wieder. Willst du jetzt endlich was bestellen? Was gibt's auf dem schwimmenden Schwarzmarkt noch alles zu sehen? Sag jetzt bloß nicht, du bist ein Tourist. In dem Fall gehst du besser in die Oberstadt. Vorausgesetzt, sie lassen dich da rein. Downtown ist für Schmuggler, Hehler, Spieler und Piraten reserviert. Wenn du was Besonderes erleben willst, empfehle ich dir das Schnabeltier-Bataka in der Arena auf dem Markt. Die Kämpfe finden allerdings nur statt, wenn sich zwei Streithälse in die Wolle bekommen. Ja, da waren wir ja schon. Wie war das gleich mit diesen Schnabeltierkämpfen? Das Schnabeltier-Bataka ist ein tödlicher Wettstreit. Ein Kampf auf Leben und Tod. Schnabeltier-Bataka? Das klingt irgendwie ordinär. Richtig schmutzig, nicht wahr? Ja, schmutzig. Schmutzig? Das ist nichts Gutes, Rufus. Im Gegenteil, es ist vulgär. Schmutzig und vulgär. Oh, Himmel. Die arme Goal. Ein Drink für die Lady, bitte. Nein, danke. Selbst wenn ich aus diesen schmutzigen Gläsern trinken würde. Kein Widerspruch von mir. Würde ich mich von jemandem wie dir garantiert nicht einladen lassen. Und wenn ich der letzte Mann auf der Welt wäre? Wieso wäre? Mist. Okay, das verstehe ich jetzt nicht. Ich meine, er ist nicht der letzte Mann auf der Welt, also... Achso, sie meint, er ist der letzte der Männer. Okay, und nicht der letzte Übrige. Okay, gut, ja. Ich hätte die ein oder andere Frage zu deiner Stammkundschaft. Schieß los. Nee, okay, das hilft mir nicht. Das war's fürs... War ja. Bis später. Komm wieder. Nord, hast du vielleicht eine Idee?
Hi. Ah, der Neue. Was gibt es? Nee, okay. Ich komme auf. Was auch. Dann nach Klein-Venedig in der Basis vorbeischauen. Hoppala. Verklickt. Aber wenigstens habe ich mich so verklickt, dass ich aus dem U-Boot rausgehe und nicht aus dem Spiel. Das ist schon mal schön. So. Und vorsichtig auf Wink klicken. Okay, das war das. Hey, Donna. Irgendwelche Aufträge für mich? Dann eben nicht. Das hat mir nicht weitergeholfen. Schnabeltiere. Wo finde ich Schnabeltiere und was tue ich gegen die? Ich glaube, Moment, im Hafen läuft hier ab und zu eins rum, aber... Das war's, ne? Sonst haben wir nirgends welche gesehen. Achso, nee, das war eine Krabbe gerade. Okay. Ist auch da keine Schnabeltiere. Haben die hier vielleicht ein Anti-Schnabeltiergerät? Herzlich willkommen in Gilligan's Gadget Garten. Es bedient Sie Ihr Shop-O-Mat 2000. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich bin da mal wieder weg. Beehren Sie uns bald wieder. Okay. Ja, das müssen wir dann wohl demnächst lösen. Gut, also. Ich beende dann jetzt mal die Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, lebt wohl. Hinterlasst Kommentare und adios.